Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns. Shattered Dreams. Kapitel 11. Eine zerstörte Welt. Floink, komm schon, wach auf, bitte Floink. Das erste, was ich wahrnahm, als ich wieder zu Bewusstsein kam, war diese Stimme. Eine Stimme, die ich mehr als gut kannte. Mein Kopf dröhnte wie verrückt, aber ich schaffte es trotzdem aufzustehen. Floink, endlich bist du wach. Was ist denn passiert? Bevor ich antwortete, stellte ich erst einmal eine Frage. Wie lange nach euch bin ich hier angekommen? Wie ich mir bereits gedacht hatte, antwortete Latios mir tatsächlich, dass es nur wenige Stunden gewesen waren. Somit bestätigte sich meine Annahme, dass in einer zerstörten Welt die Zeit deutlich langsamer floss als in unserer noch normalen Welt. Wir befanden uns in einer kleinen Höhle am Rande eines Waldes. Als Hydropio und Günther, die gerade die Gegend observiert hatten, zurückkehrten, begann ich zu erzählen. Ich erzählte ihnen, wie ich es nicht geschafft hatte, das Portal zu erreichen. Wie ich mich im Kerker der dunklen Macht wiederfand, wo ich Nick Cross mal wieder traf. Von meiner Begegnung mit dem Zoroark, von unserer neu geschlossenen Freundschaft, unserer Flucht und schließlich vom finsteren Ultra-Necrozma. Während Latios, der offensichtlich sehr wissenschaftlich interessiert war, vor allem über das Tempo der Zeit in den beiden Welten erstaunt war, wirkte Latias sehr schockiert. Necrozma kann mithilfe der Dunkelheit einen stärkeren Ultra-Necrozma beschwören. Und das überall, wo er will? Das ist ein Problem, das wir keinesfalls außer Acht lassen dürfen. Ultra-Necrozma ist als Feind bereits eine Klasse für sich, aber das... Ich ging optimistisch an die Sache heran. Vor allem war ich fest entschlossen, diesem Verräter seine gerechte Strafe zuzuführen. Nun hatte Necrozma mir immerhin schon meinen zweiten Freund genommen. Noch mehr konnte ich nie im Leben zulassen. Sobald wir unsere dunkle Macht haben, werden wir ihn auch in dieser Form bezwingen können. Die anderen schienen etwas überrascht von meiner Einstellung. Es freut mich, dass du das Ganze so optimistisch siehst. Du hast vollkommen recht, Floink. Somit entschieden wir uns auf Absprache mit Latios dazu, noch heute zur ersten Prüfung zu reisen. Doch vor unserer Abreise stellte ich meinen Freunden tatsächlich eine Bedingung, auch wenn ich nie dachte, dass ich so etwas je tun würde. Aber es ist mir egal, was passiert. Sobald wir unsere dunkle Macht haben, will ich mich zuerst an dem Verräter, der mir schon mehrere Freunde genommen hat, rächen, bevor wir uns um die Wurzel des Problems kümmern. Latios erklärte uns, dass die dunkle Welt grundsätzlich genauso aufgebaut war wie unsere Welt. Die Prüfungen würden ebenfalls an denselben Stellen stattfinden. Somit hätten wir eine lange Reise vor uns, da wir durch das Portal an die Stelle gelangt waren, an der es auch in unserer Welt lag, nur dass zum Glück der See schon lange ausgetrocknet war. Wir entschieden uns, es genauso zu handhaben, wie damals bei Günthers großem Abenteuer. Unser erstes Ziel waren die Ruinen von Schatzstadt, wo wir lagern wollten. Von dort aus würde ich mich alleine nacheinander zu den drei Zielen aufmachen. Ich wusste nicht, wo sich welche Prüfung befand oder wer die Wächter waren. Deswegen entschied ich mich völlig mutwillig für eine Reihenfolge. So entschied ich mich, zuerst in den Wald der verlorenen Seelen, dann zum finsteren Riss und zum Schluss zu den Ruinen der Zeit zu reisen. Es fiel mir nicht schwer herauszufinden, welcher der Orte welchem in unserer Welt entsprach. Während wir uns auf dem Weg nach Schatzstadt machten, übernahm ich die wichtige Rolle, die Günther in unserem letzten Abenteuer auf diesen Reisen übernommen hatte. Ich war in Gedanken versunken, machte mir über alles Sorgen und sprach kein Wort, während die anderen sich Gedanken machten, ob alles mit mir in Ordnung sei. Als Latios mich dies wirklich auch noch fragte, hätte ich am liebsten einfach gebrüllt: Nichts ist in Ordnung. Ich habe innerhalb der letzten zwei Tage zwei Freunde verloren. Und nun bin ich auf dem Weg zu unsagbar schweren Prüfungen, die ich alleine bestehen muss, damit wir den Hauch einer Chance haben, die Finsternis selber zu besiegen, obwohl ich keine Idee habe, wie ich auch nur den Bruchteil einer Prüfung überleben sollte. Aber ich wusste, dass es nichts half und ich wollte meinen Frust nicht an ihn auslassen. Ich musste mich den Prüfungen sowieso stellen, ob ich wollte oder nicht. Deswegen antwortete ich einfach kurz malogen: Na ja, klar.
Ich wusste, dass die anderen mir das nicht abkauften. Während unserer Reise durch die dunkle Welt sahen wir nicht ein einziges Pokémon. Sie alle waren aus dieser Welt ausradiert worden, ohne Chance auf eine Rettung. Nur manchmal sahen wir in der Ferne merkwürdige, unförmige Schatten. Sobald sie uns sahen, lösten sie sich jedes Mal in Luft auf. Es war für uns alle sehr schwer, sich in irgendeiner Form zu orientieren, da das Land, durch das wir liefen, nicht aus Wäldern, Flüssen, Bergen und Wiesen bestand, sondern alles eine pure, kahle Einöde war. Nach vielen Stunden Fußmarsch erkannte Günther in der Ferne eine Ruine. Da vorne, das muss Schatzstadt sein. Wir verbrachten nicht viel Zeit damit, uns dort umzusehen, was unter anderem daran lag, dass es eben nichts zu sehen gab. Alles war zerstört und vereinsamt. Doch wir hatten Glück. Anders als in unserer Zeit wurde die Tohaido-Klippe hier nie zerstört. Somit hatten wir einen Ort, an dem wir in Sicherheit unser Lager aufschlagen konnten. Kaum waren wir angekommen, schabte ich aus etwas des herumliegenden Heues ein improvisiertes Bett und legte mich hin. Ich wollte nicht schlafen, ich erwartete auch nicht, das zu können. Ich wollte einfach meine Ruhe, und wenn ich so tat, als würde ich schlafen, würde ich sie zumindest für eine gewisse Zeit haben. Den anderen ging es in der Form gleich wie mir, dass sie alle nicht müde genug waren, um schlafen zu gehen. Sie setzten sich im Kreis auf die andere Seite der Klippe um mein Lagerfeuer als die, auf der ich lag. Obwohl ich es nicht bemerkt hatte, hatte die Anstrengung des Fußmarsches, die Zeit im Kerker und des Kampfes gegen Ultra Necrozma weit mehr an meinen Kräften gezerrt, als ich dachte. Ich schlief bereits nach wenigen Sekunden ein. Ich weiß nicht, wann genau ich wieder aufwachte, aber ich hörte, dass die anderen noch redeten. Ich war fast zu weit gewesen, aufzustehen und mich zu ihnen zu gesellen, als ich heraushörte, dass es in ihrem Gespräch um mich ging. Es kam mir zwar falsch vor, aber ich tat so, als würde ich noch schlafen und belauschte sie. Irgendwie müssen wir ihnen doch bei diesen Prüfungen helfen können. Es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass Floink stark ist, aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass er einer riesigen Aufgabe wie dieser gewachsen ist. Warum sollte er nicht dazu in der Lage sein? Ich habe es immerhin auch geschafft. Ja, meine Prüfungen waren nicht so schwer, wie seine es sein werden, aber ihr wird das schon hinkriegen. Naja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Du bist immerhin ein Mensch. Was hat denn das damit zu tun? Menschen sind nicht stärker als Pokémon. Sie können nicht stärker zuschlagen, halten mehr aus, sind schlauer, schneller oder taktischer. Ich habe das Gefühl, dass Pokémon oft die Macht von Menschen überschätzen. Wir sind auch nur normale Lebewesen. Das ist jetzt absolut egal und nicht das Thema, Leute. Das Thema ist und bleibt Floink. Ich bin ehrlich, als ich nur seinen Namen kannte und die Verbindung, die ich damit hatte, als Auserwählter der dunklen Welt, habe ich mir ja auch jemand anderen vorgestellt. Aber die dunkle Macht schien fast Angst vor ihm zu haben. Sie sagte, dass Floink und du, Günther, die einzigen wären, die ihr gefährlich werden könnten. Ich versuchte es sinnvoll zusammenzubringen, doch was Latios sagte, ergab im Vergleich zu den Taten der dunklen Macht keinen Sinn. Wenn sie so eine Angst vor mir hatte, weshalb würde sie mich dann nicht einfach ertrinken lassen? Ich grübelte über diese Frage nach, während das Gespräch auf einmal in eine ganz andere Richtung abdriftete. Es ist sowieso egal, was wir hier jetzt diskutieren. Kommen wir wieder auf den Punkt des Gespräches. Wie wir vorhin gesagt haben, Floink darf diese Prüfungen nicht bestreiten. Vergesst nicht, was wir alles besprochen hatten. Wir sind jetzt dran, der dunklen Macht mal unter die Arme zu greifen. Du hast recht, Günther, aber wie können wir dafür sorgen, dass er die Prüfung nicht bestreitet? Er wird sich nicht davon abbringen lassen, das stimmt. Genau das ist der Punkt. Wir müssen ihn irgendwie aus dem Weg schaffen. Das Ganze muss einfach wie ein Unfall aussehen. Ich weiß immer noch nicht so recht, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. So darfst du nicht denken, Latios. Er wird es sicher verstehen, aber wir waren uns bis vorhin noch alle einig, dass Floink diese Prüfungen nicht bestreiten darf. Sie entschieden sich dafür, ihren Plan so umzusetzen, wie sie besprochen hatten. Ich wusste nicht, was das hieß, aber ich wusste, ich hatte ein riesiges Problem. Sobald Günther begonnen hatte, darüber zu reden, dass ich die Prüfung nicht bestreiten durfte, fiel es mir schwer, sie weiter zu verfolgen. Ich musste mich anstrengen, damit sie nicht bemerkten, dass ich wach war, damit sie meine Angst nicht bemerkten. Nun war ich also an diesem Punkt angekommen.
Ich konnte niemandem mehr vertrauen. Nach Nick Schrosma folgten nun auch all meine anderen ehemaligen Freunde der dunklen Macht. Sie alle waren dreckige Verräter. Sobald sie einschliefen, würde ich verschwinden und vorher den Ausgang zur Klippe blockieren. Ich durfte keine Spuren hinterlassen. Alles stand auf dem Spiel. Sie waren zwar dreist, aber nicht dumm. Sobald sie meine Abreise bemerkten würden, würden sie wissen, dass ich zu den Prüfungen unterwegs war. Sobald sie eingeschlafen waren, stand ich auf und schlich mich leise hinaus. Die traurigen Überreste der Häuser reichten, um sie mindestens für ein paar Stunden gefangen zu halten. Nun befand ich mich also auf der Flucht. Ich war verraten worden. Ich war der Letzte, der noch für das Licht unserer Welt kämpfte. Auch wenn ich wusste, ohne den Auserwählten des reinen Elements würden meine Siegeschancen gegen die dunkle Macht gegen Null gehen. Ich musste es zumindest versuchen. Doch egal, was noch passieren würde, wenn ich das Licht retten wollte, müsste ich die Prüfung dieser Welt bestehen. Noch eher, als ich es vorher musste. Ich würde mich an allen rächen, die mich verraten hatten, die dunkle Macht bezwingen und schließlich ein neues Leben anfangen. An einem neuen Ort mit neuen Freunden und vergessen, was mir widerfahren ist. Ich will einfach nur ein ruhiges Leben. Und dafür machte ich mich zur ersten Prüfung auf, in Richtung des finsteren Riss. Ich hatte mich dazu entschieden, eine andere Reihenfolge zu nutzen, da die Verräter natürlich bei den Prüfungen suchen würden. Sie wussten, in welcher Reihenfolge ich sie machen wollte, deswegen war es am schlausten, sie zu ändern. Da ich mich beeilte, dauerte es nicht lange, bis ich beim finsteren Riss ankam. Ich war beeindruckt von diesem Phänomen. Wie alle, mit denen ich bis vor kurzem gereist war, hatte ich die Raumspalte nie zu Gesicht bekommen. Nur Lord Eckhart hatte dies schon geschafft. Ich musste unweigerlich darüber nachdenken, wie er es wohl verarbeiten würde, wenn alle, mit denen wir beide gereist waren, bald fort waren. Doch zuerst musste ich ihn retten. Mit diesem Gedanken sprang ich in den finsteren Riss. Hinter ihm lag nur ein kleiner Raum.